Ach komm. Ah. Verarschen. Mit viel Schwung. So, probieren wir es mal. Kann ich gar nicht erst reinlegen. Super, die Messer konntest du doch reinlegen wenigstens. Danke für dein Host, Jenny. Nee, das geht leider nicht. Gut, das dauert. 56 Minuten. Schon wieder Nebel? Leute, jetzt wird man nicht komisch hier. Ich wollte mich mal eben eine Stunde hier aufs Ohr hauen. Gut, also brauche ich die Picke gar nicht machen, oder was? Auch kein. Ach, guck mal, hier muss ich dann die Dinger machen. Ich könnte ein Zahnrad machen oder halt hier das American Eagle. Oder halt eine Picke. Aber wenn man damit noch nichts anfangen kann. Machen wir erstmal das. Zu spät! Ich habe doch keine Messer. Ich habe nur noch ein Messer. Das brauche ich, um Rinde zu machen. Ah, 19 Uhr. Aber wir gehen jetzt gleich nochmal looten. Dann holen wir nochmal Scrap. Das nageln wir dann hier rein. Dann machen wir mal ein paar Barren. Und dann können wir gucken, ob wir ein paar Zahnräder machen. Oder können auch mal die Picke dann antesten. Ist ja nicht das Problem. Ich würde dich auf einmal eigentlich schon mal da hinten komplett durch. Ich glaube ja, ne? So, Schwung holen, sonst kommen wir wieder nicht hoch, ne? Das war schon knapp, ey. Weil wir können auch noch mal gucken, falls er hier schon was nachgespawnt an dem. Nein, fahr nicht wieder fest. Komm, so schön. Dreiartig. In dem Hotel draußen, da liegt immer viel Scrap rum. Unbelehrbar. Ja, aber bringt mir doch nichts das Zahnrad. Was soll mir das denn jetzt bringen? Die Werkbank aufwerten, ja, aber wie gesagt, da kriegst du halt eins von den hellen Dingern frei, das war's. Sonst bräuchten wir halt 6 Zahnräder. Also 5, eins haben wir. Und da wir nicht so viel Munition haben, ist hier mir so ein, ne, American Eagle für die Viecher schon wichtiger gewesen als erstmal so ein Zahnrad. Schade, nur ein Scrappy hier. Ja, ist ja gut. Das ist kein Messer. Das ist ein American Eagle. Ja, fang du auch noch an. Wird du auch noch gehässig, ne? Sehe ja schon. Es läuft wieder darauf hinaus, ich gegen die Community oder was? So stark, ey. Warte mal. Zwischenstopp. Ne, das spawnt echt nichts nach. Der sein können. Nehmen wir wenigstens einen Stein mit hier.
Kann ja mal ausprobieren, ob man damit auch Rinde kriegt. Ja, guck mal, sogar zwei Rinde. Läuft. 0,8 Schaden. Ich überlege gerade, ob man das hier schon... Haben wir, glaube ich, schon gelöst. Können wir hier nochmal einen Blick reinschmeißen? Das haben wir auch liegen lassen hier letztes Mal, ne? Können wir zwar eh nicht gebrauchen, aber ich nehme es mal raus. Werkzeug, Werkzeug, Werkzeug. So. Ach komm, weißt du was? Irgendwas werden wir die Steine wieder brauchen. Gruppenzwang. Ja, Gruppenzwang. Gruppenzwang. Nee, ist schon in Ordnung. Ist schon in Ordnung. Ist gewohnt. Verkehrte Karre genommen oder was? Was? Siehst du? So verwirrt bin ich schon im Kopf. können wir mal Licht? Danke. Denn gewesen? Ach, das Auto. Oh, 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 oh. Den bauen wir jetzt gleich erstmal ab, den Spiel. Erstmal gucken, was geht. Blind auch noch, ne? Alles. Nachtblind oder was? Essen für Federn und für Fett, die Hühner. Man kann auch hier so Falle bauen dann. Aber da muss ich die Werkbank upgraden. Dann kannst du Fallen bauen, dann kannst du die fangen, dann kannst du hier auch so einen Hühnerstall bauen. Warte mal. Hier. Kannst du Hühnerstall bauen, dann kannst du die züchten oder was weiß ich. Da hast du halt ständig Federn und ständig Fett und Fleisch und ja. Eier, wir brauchen Eier. Ja, ja. Sefa, bitte dich. Bitte dich. Wird mir nie passieren. Ja, weiß ich auch nicht. Normal können wir das ja dann mal hier entsorgen, das Ganze. Obwohl, wer weiß, wenn mal wieder so eine Sterbereihe kommt. Guck mal, da hätten wir doch schon wieder vier Dinger. Es sind doch schon wieder vier Barren. Feuerholz, ein Stoni. Munition können wir mal nachladen. Das Messer gebe ich jetzt mal der Mutti. Vielleicht kann die da was mit anfangen. Kann ich auch mal was zu essen geben. Obwohl, die hat ja nie Hunger, oder? Aber wir können sie als Lagerraum missbrauchen hier. Können wir ein paar Werkzeuge reinpacken. Hier, so eine Axt. Ein paar Hämmerken.
Shirt habe ich auch noch, kann sich ein bisschen schick machen. Und wir können Bandagen craften. Jetzt beginnt der Luxus hier, ne? Was ist hier eigentlich? Noch nix. Die sehen auch noch frisch aus. Zugehe. Was war's noch? Wasser, Wasser ist da drin. Feuer frei. Hast du jetzt beide Flaschen genommen? Braucht er das? Braucht er nur eine, oder? Eine. Oder hatte ich nur eine rausgenommen? Ich weiß es nicht. Fängst schon wieder mit dem Eierthema an, ja? Ja, die kannst du fangen, Neo, ist klar, ne? So wie Rocky, ne? Rocky 2 oder was? Ne, Rocky 3 muss er Hühner fangen, ne? Ich hab's ja, glaube ich, ganz am Anfang, wo ich gespielt habe, habe ich es mal probiert. Bin ich mal zweimal hinterher gerannt, ja. Da ging gar nichts. Ja, dreh dich um. Hey. Hey. So, dann haben wir jetzt auch bald alles durchprobiert. Aber anscheinend hat sie ja irgendwie zwei getötet gehabt. Auch kann ich gar nicht. Wird nur irgendwas angezeigt hier, oder was? So einen Bogen geschmissen? Dann jetzt los. Komm hier, ein paar Schokoriegel. Aber wenigstens ist er mal voll. Oh, ein Wunder. Alles klar, kannst weiter schlafen. Gute Nacht. Ja, wir sind fit. Wir könnten hier noch das eine Fenster wieder zunageln, ne? Ein paar Bretter haben wir noch, ein paar Nägel haben wir auch. Was denn jetzt? Treppe hast du noch runter geschafft und dann. Is wrong with you. Ne, ich glaube bisher nicht. Ich denke mal, dass das noch kommen wird, dass sie den Loot wegnehmen können. Wird ja sonst keinen Sinn machen. Hallo? Das ist halt ein großes Messer. Heavy damage to the enemies. So, ne? Was macht er hier? Okay, das geht nur mit dem Messer von hinten, okay. Macht aber kein Heavy damage. Versteht ihr? Aber so, Heavy damage. Immer. Die hat, ich habe angefangen mit dem Sturmgewehr. Da hat sie gar nichts gemacht. Bis tot hat sie auch nichts gemacht. Ja, also kriegt sie jetzt das Messer. Ist ja selber schuld. Ich hatte volles Vertrauen. Hat sie nicht zurückgezahlt. Dann muss er damit leben. Ganz klare Kiste. So, dann machen wir noch ein, zwei Bäumchen. Bis er ein bisschen müder ist und dann legen wir ihn ins Bettchen. Dann organisieren wir noch mal ein bisschen Eisen da hinten in dem alten Dorf. Warte mal, kann ich nicht hier gleich zwei Bäume gleichzeitig wegmachen? Läuft.
Ich habe eins getötet, dann habe ich es auch gefangen. Ein Huhn. War kein Thema. Habe ich abgeschossen, dann konnte ich es mitnehmen. Komplett. Ja, aber brauchst du ja nicht. Es sei denn, du bist jetzt ein Bogengott hier oder was. Aber da kam ich ja gar nicht mit klar mit dem Bogen. Ja, wahrscheinlich. Macht's ja auch. Hundertprozentig. Oder geht schlafen, wenn wir unter Attacke stehen. Kennt die nix? Das, obwohl ich ihr das Leben gerettet habe, aus der Gefangenschaft befreit. Du wirst dir gedankt. Ah, einer geht noch. Doch, hier stehen auch noch welche. Was angekratzt hier. Ja, aber die Banditen, wenn die in dein Haus gehen, ist trotzdem nervig, auch wenn sie deinen Loot nicht klauen. Oder halt immer da vor der Tür spawns an dem Spawnpunkt und dann knallen die dich direkt wieder weg. Also erging mir so zumindest. Deswegen sollte man da irgendwie so einen kleinen Zaun mal hinmachen. Aber wir haben ja dann jetzt hier schon ein paar Bäume liegen, da können wir bestimmt zwei, drei Zäune da setzen. Okay, den Baum machen wir noch und das ist gut. Ja, leider habe ich das nicht aufgenommen. Weil ich war echt nur beim Umzug. Dann wollte ich das aufnehmen müssen. Dieser echter Stand. Vor allem die wird auch beschossen, nimmt aber halt keinen Schaden irgendwie und wehrt sich nicht. Unglaublich. Geben die Stümpfe weg, die gehen ja flotti. Einmal. Ja, 23 Uhr ist auch eine gute Zeit zum Schlafen gehen, ne? Wir kommen den Einschlag jetzt auch noch machen können. Oder daneben. Nice. Oh, ein Stumpf. Mit dir. Auch jetzt. Ja. Oh, wieder ein erbackt. Läuft. So, genug mal hoch, der Gute. Jedes Mal vergesse ich es. Axt drin. Verzweige. Okay. Die sieht echt unter der Treppe, unglaublich. Keine Hemmung, die Gute. Ach komm, sind wir mal großzügig, 8 Stunden, ne? Ist Wochenend. Ja, die ist nur buggy.
Das ist klar, dass sie nur Buggy ist. Also sie ist halt so dorthin gedacht. Deswegen hat sie auch die Waffenslots. Und die patrouilliert ja auch halt, sie attackiert halt nicht. Sie hat einfach nur Buggy. Ich weiß nicht, ob man das sogar hier sehen kann. Warte mal. Ja, es überlappt sich halt hier so ein bisschen. Aber man kann den halt Räumen zuweisen und ich denke halt, dass es verschiedene Klassen auch gibt. Hier steht da als Soldat. Wenn er sie halt befreist, da stand das halt, dass sie Soldat ist, um dich zu beschützen und so weiter. Aber klappt halt aktuell nicht. Ist ja auch nicht tragisch. Ist halt eine dumme Kuh, wenn sie daneben steht und zuguckt, wie ich sterbe. Da muss er mit leben. So. Hau rein, der gute Fleisch. Nee. Sowas gibt's nicht. Weißt du? Wenn ihr zuguckt, wie ich sterbe, da krieg ich bestimmt kein Bett ins Zimmer gestellt. Wo kommen wir denn da hin? Dann willst du auf einmal auch noch ein Bett haben in 7 Days oder was? Fangen wir gar nicht erst an, so eine Geschichten. Okay, wir sind voll ready, ne? Wir sind voller als voll. Das kann gleich wieder nur im Krieg enden, das Ganze. Ach, sehr gut. Sehr gut die Kurve gekriegt. Da habe ich ja sonst keiner lobt, muss ich mich ja selber loben. Wird ja nur gemobbt hier. So, denke. Nee, ich mache mal keine Vorhersage. Wir fahren einfach mal. Nein, nein, nein. Eieiei, das war knapp. Gut, schon mal kein Bandit. Ich kann leider gerade nicht gucken. Kontrolle muss gewahrt werden. Sobald sie aneckst, ist das Ding sonst im Arsch. Ja. Aber wir sind ja schon da fast. Zack. Mann, 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 hätte man wieder ein bisschen die Straßen vor, wenigstens ein bisschen freiräumen können. Ich fahre mal hier direkt bis zur Kurve. So, hier parken wir mal schön ein. Zack. So. Vox 0800. Danke für dein Prime Sub. Danke. Ja, danke Pascal. Jo, ich wollte gar nicht anmachen, ich wollte aussteigen. Seems gut. Ja, denke ich doch wohl. Ne? So, wo waren wir denn drin? Hier waren wir, ne? Ja, da war der Basketballkorb. Haben wir gerade den Trickshot gemacht. Haben wir hier auch schon. Ich würde sagen, einfach mal durch die Vordertür. Ne, hier waren wir noch nicht. Mach auf. Oder waren wir doch hier und sind nicht. Was ist denn hier los? Alles ist verschlossen. Ja, natürlich eine Axt. Und wieder den Snafu, seine Lieblingsmahlzeit hier. Die ollen Schokoriegel. Oh, das ist sehr gut. Streichhölzer, ja, komm, ich nehme damit. Wieder den Schwamm liegen lassen. Bei mir nicht geben in der Küche sowas. Und so hier das Brett, der Topf, das
was die für eine Unordnung. Mal ein ernstes Wort hier reden mit der Hausfrau. Unmöglich. Was ist denn hier los? Liegen Gitter im Wintergarten oder was? Bitte? War ja wohl eine 1A Fahrt gerade. Führerschein auf Survival Games geschossen. War vorbildlich. Vorbildlich. Immer schön in die Spiegel geguckt. Blinker gesetzt. Der Nebel ist da. Was ist denn hier? Tisch in Tisch? Oh, nice. Kommen wir da auch noch dran? Ach, das ist so gewollt, oder was? Ja, Schrot ist immer gut. Haben wir sogar mit, ne? So, dann wollen wir mal das Messer ausfahren jetzt hier, ne? Aber wir haben keine Rüstung mehr. Wir halten jetzt nicht mehr so viel aus. Ich baue keine Küchen ab. Aber bei mir zu Hause wird sowas nicht geben. Ich hasse Unordnung. Was ist denn hier los? Gitarre. Gut, komm. Auf geht's. Wollen wir jetzt mal hier... Wie hieß es? Desert Eagle oder was? Ne, American Eagle. Hallo?